Hi Leute, voll cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's weiter mit Lego Star Wars und da habe ich das Set mit der Nummer 75152, den Imperial Assault Hover Tank. Die Altersempfehlung von Lego ist 7 bis 12 Jahre und für 39,99 bekommt man genau 385 Teile. Wunderschöne Grüße gehen heute an It's Froggy, an CoolTV, an Clash Apps HD, an Justin Bieber, an Magma LP, an Commander Cold Production und an Rauchverbot 2, Rauchverbot 2. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir. Das Set beinhaltet dann diese drei Minifiguren. Und hier auf der Rückseite, da sieht man wieder die ganzen Funktionen von dem Set. Aber ich würde sagen, das testen wir nachher gemeinsam am aufgebauten Modell. Okay, dann werfen wir mal zusammen einen Blick in die Verpackung, wie viele Tüten uns hier drin erwarten. So, schauen wir mal. Okay. In der Verpackung waren jetzt doch vier nummerierte Tüten, 1 bis 4. Dann gab es keine Aufkleber, das ist ziemlich cool. Und hier noch dieses kleine Anleitungsbuch, also nicht besonders dick. Und das hat insgesamt 72 Seiten. Und wenn alles zusammengesteckt ist, dann sieht es nachher so aus. Und ich baue das jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig. Also für den Aufbau habe ich jetzt so circa eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraucht. Das ging recht schnell, war auch nicht allzu schwer. Aber ich muss sagen, das Ergebnis, das sieht schon richtig genial aus. Dann schauen wir uns jetzt mal den Imperial Assault Hover Tank ein bisschen genauer an. Der ist circa 8 cm hoch, 20 cm lang und 14 cm breit. Den Panzer hat man ja schon mal kurz im Trailer gesehen, ich blende hier mal ein Bild ein. Und wenn man die beiden jetzt mal so vergleicht, da erkennt man schon einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel hier vorne die Kanonen oder natürlich auch die schwere Panzerung. Und hier hinten die orangene Kiste, die sieht man sogar auch schon auf dem Originalfahrzeug aus dem Trailer. Von hier vorne sieht man jetzt nochmal die schwere Panzerung rechts und links. Die hat so ein bisschen Struktur, das sieht ja richtig gut aus. In der Mitte seht ihr vielleicht schon, da schon Springloaded Shooter raus. Wie man die auslöst, das zeige ich euch gleich noch. Dann haben wir hier in der Mitte auch nochmal eine Kanone. Und rechts und links, wie schon gesehen, die zwei großen schweren Kanonen. Die lassen sich auch ein bisschen in der Höhe verstellen, also nach oben bzw. nach unten. Und so sieht das Modell dann von der Seite aus. Ihr seht schon, da wurden viele verschiedene Teile verbaut, damit da so ein bisschen Struktur drin ist. Und dass es eben so aussieht, ja, dass das Fahrzeug eben extrem gut gepanzert ist. Ist ja auch ein Panzer. Und hier hinter den Kanonen, da seht ihr noch dieses kleine Rädchen. Das ist dafür da, um die Springloaded Shooter abzufeuern. Also einfach da dran drehen und dann fliegen die los. Habt ihr vielleicht gehört. Und die beiden Rädchen, die gibt es natürlich auf beiden Seiten. Das seht ihr hier. Dadurch lassen sich eben die Springloaded Shooter auslösen. Und so sieht das Modell dann von hinten aus. Da sieht man auch nochmal die schwere Panzerung. Und hier oben die orangene Kiste, die schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Und ihr seht schon, die Kiste, die wurde auch wieder aus vielen verschiedenen Teilen zusammengebaut, damit da eben so ein bisschen Struktur drin ist. Und an der Seite sieht man noch zwei schwarze Tragegriffe. Um die Kiste zu öffnen, müssen wir dann hier an den Seiten die Tragegriffe samt diesem Teil abnehmen. Das wird auch bloß von zwei Studs gehalten, das sieht man hier, also es geht ganz einfach. Und da drin sieht man dann noch einen zusätzlichen Blaster und noch ein Fernglas. Und am Fahrzeug befestigt man die Kiste dann auch bloß auf diesen beiden Studs. Hier vorne wäre sogar noch Platz für eine zweite Kiste, aber im Set war nur diese eine enthalten. Die steckt man einfach hier drauf. Und dann ist die fest. Und von hier sieht man jetzt die Einstiegsluke in den Hover Tank. Die Luken hier, die sind aber nur zur Deko da, also da lässt sich nichts dran bewegen. Und hier oben, da ist noch dieses eine Teil. Da kann man nämlich, wie ihr hier sehen könnt, noch einen Blaster reinstecken und dahinter eine Minifigur zum Beispiel stellen, sodass man da noch ein zusätzliches Geschoss hat. Da habe ich aber von Delta 67 einen Tipp bekommen, dass es diese Funktion eigentlich am Originalmodell aus dem Film nicht gibt. Da hat sich Lego so ein bisschen die Freiheit genommen, um da noch ein paar mehr Spielfunktionen einzubauen. Ich finde es ganz okay. Wer das nicht haben möchte, kann es ja einfach weglassen. Das ist ja alles kein Problem. Delta 67, danke dir nochmal für den Tipp. Jetzt werfen wir dann mal einen Blick ins Cockpit. Dafür kann man diese Klappe nach vorne hin öffnen. Und diese hier oben, die kann man auch noch nach oben klappen. Ich nehme noch kurz diese Klappe hier oben ab. Dann sieht man da noch ein bisschen besser rein.
Aber ihr seht schon, im Cockpit, da ist nicht wirklich viel drin. Da gibt es hier zwei Sitze für die beiden Piloten. Da gibt es noch ein paar rote Kontrolllampen. Das war's dann aber auch schon. Jetzt setzen wir mal unsere beiden Piloten da rein. Einmal. Und der zweite, der kommt hier hinten hin. Und hier an der Seite seht ihr noch zwei Halterungen. Da kann man dann zum Beispiel die Blaster von den beiden Piloten reinklemmen. So. Und jetzt schließen wir wieder die beiden Klappen und da wird man sehen, das passt alles perfekt. Und so sieht das Modell dann von unten aus. Da seht ihr vier durchsichtige Räder. Und wenn wir uns den Hovertank jetzt nochmal von der Seite anschauen, sieht man, dass man die Räder nicht sieht. Und das ist halt ziemlich cool, wenn man jetzt mit dem Teil fährt, dann sieht es so aus, als würde der über den Boden schweben. Das war's dann mal soweit mit dem Hovertank. Schauen wir uns jetzt noch die drei Minifiguren ein bisschen genauer an. Dann starten wir mal mit den beiden Imperial Hovertank Piloten. Die sind komplett identisch von der Rüstung und vom Helm her. Der einzigste Unterschied ist eben die Bewaffnung. So sehen die beiden Minifiguren jetzt mal ohne ihre Bewaffnung aus. Und bei dem linken habe ich mal den Helm abgenommen. Wie gesagt, die Helme sind komplett identisch, ebenso die Rüstung, das seht ihr ja. Unterm Helm, da sieht man wieder das typische wütende Klonkriegergesicht. Da hat sich nichts geändert, das ist immer noch dasselbe. Und die Bedruckung, ja, ihr seht's ja, die ist einfach nur genial. Und vor allem auch der Helm, der sieht richtig gut aus. Von hinten wird man sehen, da sind sie ebenfalls noch bedruckt. Also die beiden Figuren, die gefallen mir schon mal richtig gut. Und die dritte Minifigur im Bunde, die ist dann Chirrut Imwi. Der ist ausgerüstet einmal mit seinem Kampfstab und hinten auf dem Rücken, da hat er noch diese Armbrust. Die Armbrust, die wurde auch aus vielen Einzelteilen zusammengesteckt, das seht ihr hier ganz gut. Und so sieht die Minifigur dann ohne ihre Ausrüstung aus, auch wieder richtig genial bedruckt. Hier unten sieht man noch so ein kleines Stoffteil, das soll so ein bisschen den Mantel andeuten. Und das Gesicht natürlich, die Figur ist blind, das sieht richtig genial aus. Auch ein ziemlich cooles Haarteil, wie ich finde. Und von hinten sieht man, da ist auch nochmal ein bisschen der Stoffmantel angedeutet. Also auch eine richtig, richtig coole Minifigur. Hier seht ihr das Gesicht nochmal ein bisschen genauer. Weil wie ihr hier sehen könnt, die Figur hat sogar noch ein zweites Gesicht. Okay, dann kommen wir noch kurz zu meinem Fazit zu dem Set. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von dem Modell. Der Hovertank sieht einfach genial aus. Dazu gibt es noch drei echt coole Minifiguren. Einzigster kleiner Minuspunkt ist für mich leider wieder der Preis, also 40 Euro, das ist mindestens 5 bis 10 Euro zu teuer. Das Gute ist, das Set, das gibt es auch schon im freien Verkauf und man bekommt es im Angebot teilweise schon für um die 30 Euro. Also wenn ihr euch das holen wollt, schaut ein bisschen im Internet nach, ob es da ein Angebot gibt und dann holt es euch für ja 30, 32 Euro, das ist es auf jeden Fall wert. Das Set bekommt von mir 9 von 10 Punkte. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.